Wunderschönen guten Morgen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich zeige euch heute, wie Sie in Blender ein Objekt anfärben können in Material. Also ich erkläre euch heute, was Material bedeutet und wie Sie einfach die Sachen so anfärben könnten. Und wir beginnen einfach ein neues Projekt, indem wir einfach auf Neu gehen, Data gehen und dann Neu. Und dieses, wir können den Würfel einfach benutzen, indem wir einfach skalieren und dann weiter benutzen, wie wir eigentlich haben wollten. Hier unser Würfel ist schon da, wir können noch mal ein bisschen verkleinern und ja, so können wir die Sachen richtig benutzen. Und wenn wir fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, sofort auf unser Material zu springen und dann können wir neue Material zum Beispiel erstellen, indem wir zum Beispiel hier einfach da drauf drücken und die Farbe einfach zuweisen. Wir können zum Beispiel eine, wir machen erstmal noch ein bisschen heller. Zum Beispiel die erste Farbe wird einfach diese Farbe und wir können den Namen hier einfach zuweisen. Es wird einfach blau genannt oder türkis genannt. Also türkis schreiben wir. Und wir erstellen nochmal ein weiteres Material und der Name wird einfach zum Beispiel gelb. Es wird einfach gelb benannt und wir gucken auf die Farbe gelb hier und dann benennen wir einfach gelb. Also die dritte können wir nochmal einfach erstellen, wie wir wollen. Und die Farbe wird zum Beispiel blau oder grün. Und so können wir auch hier den Namen grün schreiben, die wir eigentlich haben wollten. Und hin und hier haben Sie die Möglichkeit, einfach die Sachen so zu ändern, wie Sie wollen. Also das vierte Material sollten wir zum Beispiel rot benennen. Und es ist einfach hier zu ändern, wie Sie schon wissen. Und wenn Sie fertig sind, dann ist es einfach so. Natürlich können Sie zum Beispiel die Sache zuweisen, die Farbe zuweisen, wie Sie eigentlich haben wollten. Um das zu tun, dann sollten Sie erstmal wechseln in der Render. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier die Farbe zum Beispiel, wir holen zum Beispiel die Farbe gelb. Und dann können wir einfach zuweisen, wir wechseln auch hier in Editiert-Modus, damit wir zuweisen können. Also wir weisen erstmal die erste Farbe und dann die zweite Farbe auch wird zugewiesen und die dritte Farbe wird in und hier einfach zugewiesen, wie wir eigentlich haben wollten. Sie sehen schon, wie Sie die Sachen ändern könnten. Also natürlich können Sie auch hier hin und hier die Farbe ja, verschieben, wie Sie eigentlich haben wollten. Sie können zum Beispiel hier stellen und dann immer wieder zuweisen, wie Sie eigentlich haben wollen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, hier die Intensität nochmal zu erhöhen, wie Sie wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hier nicht nur in gerendert zu sehen. Sie können zum Beispiel nochmal wechseln, in Textur zu sehen, wie es eigentlich ist. Und so sieht es in Textur an, aus. Natürlich können Sie nochmal genauso zuweisen. Jetzt auf nur eine Fläche können Sie zuweisen und Sie sehen schon, wie es jetzt ist. Also Türkis können Sie auch zuweisen, wie Sie eigentlich haben wollen. Die grüne Farbe auch genauso, die rote Farbe auch genauso. Und Sie sehen jetzt, wie es jetzt ist. Und wenn Sie zum Beispiel in 3-Gitter-Modell sind, dann sieht es einfach so aus. Die Farbe, wenn Sie auch die Farbe zuweisen, dann können Sie nicht nur richtig sehen, weil es ist einfach im Gitternetz. Also, und so können Sie einfach die Sachen hin und hier einfach ändern, wie Sie wollen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen, um genau zu sehen, wie es jetzt ist. Also, hin und hier können Sie einfach ändern, wie Sie wollen und Sie haben gelernt, wie Sie die Farbe zum Beispiel zuweisen können. Um das zu tun, dann sollten Sie in gerendert gehen und dann weisen Sie einfach die Farbe, wie Sie einfach wollen. Und hier wechseln Sie einfach in Editiert-Modus. Dann haben Sie diese Option hier. Sie können die Farbe zum Beispiel abwählen oder auswählen und dann zuweisen. Und wenn Sie eine Farbe so, ja, ausgewählt haben, dann können Sie zuweisen, wie Sie wollen und es ändert sich einfach, wie es ist. Und was ich nochmal erklären wollte, die Intensität können Sie auch hier erhöhen, wie Sie wollen. Und hier ganz unten können Sie zum Beispiel schattieren lassen oder Sie können zum Beispiel das hier, also im Shading können Sie auch nochmal ein bisschen die Sache so schöner machen und Sie können nochmal einfach wechseln, wie Sie eigentlich haben wollten. Also Sie sehen schon, und die Umgebung können Sie nochmal ein bisschen hier erhöhen, wie Sie eigentlich haben wollten. Und die Transparenz können Sie auch ein bisschen ändern und so sieht das Projekt jetzt aus und es wird einfach sehr schön. Sie können natürlich die drei einfach anstellen, aber es wird einfach nicht so schön, weil man möchte einfach genauer gucken, wie das Projekt aussieht. Und so sieht das Projekt auch hier aus und Sie können natürlich auch mit der grünen Farbe auch genauso machen und zuweisen erstmal. Und hier unten auf unsere Shading können Sie zum Beispiel nochmal genauer machen und dann können Sie sehen, wie es jetzt ist.
Und mit Transparent können Sie, haben Sie die Möglichkeit hier mit Z-Transparenz oder mit Strahlen einfach zu machen. Und drücken Sie einfach da drauf und dann sehen Sie, wie die Sachen sich verändern. Natürlich können Sie auch hier spiegeln, wie Sie eigentlich wollten. Und von daher können Sie ein bisschen hier erhöhen und dann wird es einfach so aussehen. Sie können noch ein bisschen reduzieren und es wird einfach anders aussehen. Also hin und hier können Sie ein bisschen die Sache umstellen oder anstellen, wie Sie wollen. Und die Glanz können Sie auch hier zum Beispiel nochmal ein bisschen reduzieren, damit Sie besser sehen können. Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie das Projekt einfach speichern, wie Sie wollen. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie Sie einfach die Hintergrundfarbe nochmal ändern können. Also um das zu tun, dann wechseln wir erstmal in unserem Massiv. Und dann können wir auch hier in Objektmodus wechseln und dann markieren wir erstmal eine Stelle, wo wir unsere Sache hinzufügen wollen. Wir können zum Beispiel eine Fläche hinzufügen als Hintergrundfarbe und dann können wir, also ich markiere nochmal genau, damit wir eigentlich nochmal, damit es ein bisschen schöner aussieht. Also, das hier ist unsere Hintergrundfarbe und wir können nochmal bearbeiten, indem wir erstmal wechseln und unsere Geränder, damit Sie besser sehen können, was wir da gemacht haben. Und hier auf Material haben Sie nochmal die Möglichkeit, also wir können dieses Mal nicht nur ein bisschen die Füße benutzen, wir können zum Beispiel Seilgeränder einfach benutzen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und jetzt können wir nicht nur die Füße benutzen, wir können zum Beispiel Zeichentrick so benutzen und es wird ein bisschen sehr schön. Und hier können wir in Glanz einfach benutzen und die Farbe können wir zum Beispiel, ja, solche Farbe nehmen. Sie sehen schon, wie es jetzt aussieht. Natürlich können wir auch hier eine Textur, so zum Beispiel Ziegeldach, auch benutzen. Es wird auch sehr schön. Und wir können auch natürlich die Farbe ändern, wie wir zum Beispiel haben wollten. Als Ziegeldach wollten wir zum Beispiel die gelbe Farbe auch können wir benutzen. Sie sehen schon, wir können auch die blaue Farbe auch benutzen. Und die zweite Farbe haben wir die Möglichkeit auch auszuwählen, wie wir eigentlich haben wollten. Also welche Farbe, zum Beispiel die grüne wäre nicht schön, weil da haben wir schon die grüne Farbe. Wir können eine zweite Farbe nehmen und die dritte Farbe lassen wir einfach so. Natürlich können wir ein bisschen skalieren, damit Sie besser sehen können, was wir gemacht haben. Und so sieht das Projekt jetzt aus. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, einige Werte nochmal zu ändern, aber ich lasse erstmal so, wie es ist. Und dann gehen wir auf unsere Welt, dann können wir die Hintergrundfarbe, einfach die wir hier sehen, nochmal ein bisschen ändern, dann heller machen, damit Sie besser sehen können. Das ist das Projekt, was wir gemacht haben. Und ich freue mich einfach, euch beigebracht zu haben, wie Sie zum Beispiel die Hintergrundfarbe bearbeiten können, Material in Material auch arbeiten können. Und ich freue mich einfach, wenn Sie mich weiter abonnieren.